Na du? Hallo? Ja, nehmen wir mal ein bisschen das Laub weg. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Ja, dieses kleine Blümchen da, das ist eine Anemone nemorosa, auch einfach nur Anemone genannt, oder Buschwindröschen, hat aber noch diverse andere deutsche Trivialnamen, davon gibt es reichlich. Denn ein Buschwindröschen ist ein Rhizom-Geophyt. Das ist eine Charakterart von den Buchenwäldern, die wir hier in Deutschland überall haben, kommt eigentlich ganz in Mitteleuropa vor, Deutschland eigentlich immer. Wenn so ein Buschwindröschen zu finden ist, dann handelt es sich um einen Buchen- oder Eichenwald. Wenn die nicht zu finden sind, dann hat man es wahrscheinlich auch nicht mit einem Buchen- oder Eichenwald zu tun. Selbstverständlich sieht man das auch ganz gut an Buchen oder Eichen, aber Buschwindröschen würde man zum Beispiel auch in einem reinen Fichtenwald möglicherweise antreffen, bei dem die Fichte nur angepflanzt ist. Das wäre auch vorstellbar. So, woran erkennt man die? Also zunächst mal, das ist ein Frühjahrsblüher, und wenn sie blühen, dann schon ziemlich früh im Jahr, haben diese schöne weiße Blüte mit diesen schönen gelben Staubblättern. Üblicherweise so 6 bis 8 Blütenblätter, haben dann diese so leicht an, ja, ganz grob an Rucola erinnernden, Fiederblätter. Hier kann man sehen. Meistens so 3 Stück. Und interessanterweise im blühenden Zustand finden sich unten am Stiel noch überhaupt keine Blätter. Wenn sie dann ein bisschen älter sind, dann bekommen sie unten auch noch mal eine zusätzliche grundständige Blattrosette, die dann noch mal ein bisschen Restphotosynthese betreiben soll. Aber erstmal treiben sie sehr schnell aus, bilden die ersten drei Blätter, meine ich, und dann auch sofort die Blüte. Das ist einer der Frühjahrsblüher, die man im Buchenwald so findet. Jetzt ist es schon relativ spät am Abend. Das kann man auch daran erkennen, dass hier langsam die Blüte auch schon zugeht. Ne? Das sieht schon so ein bisschen aus, als würde die sich so ein kleines bisschen schließen, und das tut sie auch. Und auch die hier kleine da vorne, die sieht auch schon so aus, als würde sie sich langsam schließen. Die werden sich auch noch vollständig schließen, bis es dunkel ist. Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Schutz über Nacht, dass da nichts passiert, was da nicht passieren soll. Das Buschwindröschen ist ein Hahnenfußgewächs, und als solches hat es meistens in irgendeiner Form ein Speicherorgan. Heißt, wenn man das Ding jetzt ausbuddeln würde, dann würde man ein Rhizom finden. Und ich werde mal hier bei dem vordersten fange ich mal an zu graben, ob wir dann vielleicht mal ein bisschen was Interessantes finden können. Ja, und hier kann man sehen, dass meine Grabeaktion erfolgreich war. Also dieses Braune hier am Ende vom Stängel, das nennt sich Rhizom. Das ist eine Speicherwurzel. Wenn das Frühjahr vorbei ist und unser Buschwindröschen schon nicht mehr zu sehen ist, dann zieht es sich eben entsprechend sozusagen nährstofftechnisch in diese Speicherwurzel zurück. Und von da kann es dann im nächsten Frühjahr auch wieder austreiben. Interessant ist jetzt, dass unser unteres Buschwindröschen eine andere Speicherwurzel zu haben scheint als das obere Buschwindröschen. Ganz oft ist es nämlich so, dass wenn mehrere davon an der gleichen Stelle auftauchen, sie alle zur selben Pflanze gehören und alle zusammen dasselbe Rhizom haben. Das heißt, die einzeln rausguckenden einzelnen Pflänzchen sind alle ein dieselbe Pflanze im Endeffekt. Hängt alles unterirdisch zusammen und die sind jeweils Klone voneinander. Ist hier aber nicht der Fall, weil dann davon auszugehen wäre, dass halt eben die Rhizome eine Verbindung zueinander hätten. Was hier scheinbar nicht der Fall ist, aber noch mehr rumbuddeln möchte ich nicht, und ich grab's auch gleich wieder ein, hab's nicht verletzt, sollte also noch durchaus keinen großen Schaden genommen haben, wenn man es jetzt wieder ordentlich einbuddelt. Dieses Rhizom dient auch der Verbreitung, weil sie damit eben auch sich entsprechend durch den Waldboden fortbewegen können. Jedes Jahr wächst das, ja, wenn es gut läuft, 20 cm. Und am nächsten Jahr gibt es dann eine Stelle, wo das Rhizom halt neu hingewachsen ist, wieder eine neue Anemone, die entsprechend eben nach oben aus dem Boden rausschaut. Auch wenn es immer dieselbe Pflanze ist, das kann man nicht oft genug betonen. Also das ist die eine Möglichkeit der Fortpflanzung eben mit dem Rhizom. Die andere Möglichkeit besteht
besteht darin, dass was eine Blüte hat, selbstverständlich auch Früchtchen haben kann. Und nachdem das Ding verblüht ist, bildet sich an der gleichen Stelle so ein kleiner Fruchtknoten. Da habe ich ein Bild auf Wikipedia gesehen. Das würde ich euch an dieser Stelle einfach mal einblenden. Das ist ja frei verfügbar. Und der hängt so ein bisschen nach unten und da geht das Anemönchen davon aus, dass Ameisen vorbeikommen und den leckeren Teil eben dieser Frucht in Anführungszeichen haben wollen und damit auch den pflanzlichen Embryo sozusagen mitnehmen und so also zur Verbreitung des Buschwindröschens beitragen. So, interessant wäre dann vielleicht noch zu wissen, dieses Rhizom, theoretisch, aber wichtig, theoretisch ist das essbar und würde jede Menge Nährstoffe enthalten, die auch für uns als Mensch durchaus verdaubar wären. Also eine sehr nahrhafte Wurzel, zumal da Buschwindröschen fast überall zu finden sind, wäre das eigentlich ein tolles Survival-Food. Aber, deswegen sage ich theoretisch, die enthält Protoanemonien. Und Protoanemonien ist giftig und deswegen kann man das halt doch nicht futtern. Allerdings wäre es theoretisch möglich, das würde ich aber auch nur als wirklich Survival Food in Erwägung ziehen, wenn man jede Menge dieser Rhizome sammelt und die dann schön trocknet, dann baut sich nämlich das Proto vom Protoanemonien ab und es wird daraus nur noch Anemonien und Anemonien ist für uns harmlos. Also das tut nichts. Das heißt, man könnte nach ordentlich Durchtrocknen dieser Wurzeln diese dann möglicherweise doch noch verzehren, zumindest in nicht allzu riesigen Mengen. Heißt, wenn man am Anfang vom Winter jede Menge von den Dingern sammelt und sie dann schön durchtrocknet und auch eine Möglichkeit hat, das wirklich richtig, richtig trocken zu kriegen, das Zeug, dann könnte das vielleicht als Survival-Notnahrungsquelle eventuell funktionieren. Beim Verzehr sollte man allerdings darauf achten. Sobald man irgendwie feststellt, dass einem irgendwie nicht gut ist, nachdem man davon eine Weile was gefuttert hat, sollte man damit wieder aufhören. Aber auch das Protoanemonin, was da drin ist, ist jetzt nicht so krass giftig, dass man da jetzt sofort tot umfällt, wenn ich jetzt dieses Rhizom hier essen würde. Aber jetzt decken wir dich wieder zu, dann kannst du wieder weiter deine Anemonentätigkeit so durchführen und das Stückchen machen wir weg. Das Stückchen, da hast du noch ein bisschen frische Erde. So, ja, ich glaube, so ist ganz gut, ne? Und alles schön locker. Und noch ein paar Blätter drauf. So, damit das Reh auch nicht denkt, dass ihr zum Fressen da seid. Ach so, doch noch nicht tschüss, weil theoretisch können die durchaus sehr alt werden, weil dadurch, dass sie im Rhizom halt immer weiter wachsen, ist es möglich, dass es so einzelne Anemonenteppiche von vielleicht 10 Meter Durchmesser gibt, die dann auch wirklich schon einige Jahre alt sind. Irgendwann sind sie aber dann doch mal kaputt. Also das ist schon endlich und mit Baumalter hat das jetzt auch wieder nicht so viel zu tun, aber die können schon durchaus relativ alt werden, also das Rhizom jeweils, ne? Die einzelnen Pflänzchen, die sind immer nur ein Jahr alt. Und das ist, glaube ich, auch das Wesentliche, was man zum Anemönchen sagen kann. Aber jetzt. Tschüss, Anemönchen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.